würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Age of Mythology Retold, Mission 9. Die Offenbarung, die Helden müssen den Rambok von Gargarensis zerstören, bevor er das geheimnisvolle Tor in der Unterwelt aufbrechen kann. Und ja, das Ganze nehme ich nicht nur gerade auf, sondern streame ich auch gerade live auf Twitch. Deshalb nicht wundern, wenn ich hier und da mal einen Chat vorlese, den ihr hier auf YouTube vielleicht gerade nicht sehen könnt oder nachvollziehen könnt. Oder wenn zwischendurch mal irgendwelche Sounds kommen oder irgendwelche vorgelesenen Kommentare vom Bot. Also nicht wundern bitte. Ich weiß jetzt nicht genau, für wie viele Missionen das sein wird. Ich werde jetzt erstmal die Offenbarung spielen. Ich habe die schon in der Extended-Version als schwierig in Erinnerung. Wenn ich jetzt hier auf schwierig spiele, wird es wahrscheinlich erstmal so sein, dass ich es nicht hinbekommen werde. So schätze ich das jetzt mal ein. Kann also ein Kandidat für werden, für ich muss auf Mittel zurückgehen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Eine gigantische Festung mitten im Nichts zum Schutz eines riesigen Schachts, der hierhin führt. Und ein Zyklop, der Feuer auf uns regnen lässt. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier nicht mit einem Banditen zu tun, Chiron. Was meint ihr mit hier? Er meint Erebos, das Reich des Hades. Wir befinden uns in der Unterwelt. Was? Ein Tor, was wohl dahinter ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn unser Freund der Zyklop es öffnen will, sollte es besser geschlossen bleiben. Wir müssen diese Ramme zerstören. Ruft sofort nach Verstärkung! Auch cool, dass hier in der Unterwelt eine Festung gebaut wurde. Das finde ich total klasse. Okay, wir probieren uns einfach da mal durchzuarbeiten. Wir haben 4 Fähigkeiten. Verstärkung! Danke. Den Blitz, eine Wiederherstellung, Bronzerüstung und den Gewittersturm. Ich sollte das alles sehr sparsam einsetzen, habe ich das Gefühl. Ja. Okay, das ging jetzt ein bisschen zu einfach, muss ich ehrlich sein. Ich trenne mal die Trupps in 2 Bataillone auf. Helden brauche ich natürlich, um die mythischen Einheiten zu zerlegen. Und die Zentauren nehme ich gerne, um reguläre Einheiten zu bekämpfen. Boah, wie schnell der aber umgelegt jetzt war, auch sehr krass. Okay, ich muss unbedingt ey! Ajax, greift ihr doch an? Das war jetzt irgendwie seltsam. Ich erkunde erstmal ein bisschen hier, die Gegend. Ah ja, guck mal. Boah, der Pfeilhagel ist aber auch stark von den Zentauren, glaube ich. Ey, der haut aber auch gut rein. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Da geht man ein bisschen aus dem Feuer raus. Wir könnten diesen Tunnel blockieren, wenn wir diesen großen Felsbrocken losbrechen. Achso, ja, gerne. Let's go. Ich glaube, das sollte ich tun. Da kommt noch ein Bataillon Hopliten, den lege ich mir direkt mal auf die 3. So. Boah, wie cool das aussieht, ey. Warte mal, ist hier ein Pfad? Das würde ich erstmal kurz kontrollieren wollen. Sieht so aus, ne? Dieser nemäische Löwe wird für uns kämpfen. Ach, cool. Nee. Ich finde das immer so geil bei den Griechen. Nee. Wird er nicht. Ich nehme den nemäischen Löwen mal in den ersten Trupp mit rein. Dann haben wir einen Nahkampf-Heldentrupp, einen Fernkampftrupp. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. So. Ah ja, hier haben wir noch mehr Hopliten und... Boah, die Helden sind aber auch strong hier. Boah, was da kommt. Meine, die Helden regeln. Ah, nee, geht mal weg hier.
Zwei, drei. So, unbedingt diesen Felsbrocken hier einreißen. So, jetzt haben wir dieses optionale Ziel haben wir geschafft. Ist gut. Ah, das wird aber auch echt eine schwierige Angelegenheit. Ich darf hier, glaube ich, keine einzige Einheit verlieren. Wer ordnet die Verstärkung zur Ramme? Nee, lass mal gut sein. Wir gucken uns erstmal die Karte ein bisschen an. Weil ich habe das Gefühl, dass ich das tun soll. Diese Medusen werden uns gegen unsere Feinde beistehen. Ah, siehst du nämlich. Das sind mächtige mythische Einheiten, die sollte ich nicht verschmähen. Auch jede Einheit, die ich... Haha, guck mal, jetzt kommen die hier nämlich nicht mehr rein. Das war wichtig. Schaden am Erebos-Tor, erst 20... Nee. Okay, ich glaube, der Zugang, der wird halt einfach da bleiben. Da werde ich einfach nichts machen können. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Na gut, dann sollten wir jetzt angreifen. Geil, die haben den versteinern können. Klasse. Hey, weiter. Unangenehm. Es ist weitere Verstärkung gekommen. So, die Nahkämpfer, die kriegen nochmal einen eigenen Trupp. Okay, was ist jetzt gekommen? Nochmal ein paar Hopliten, sehr gut. Ich sollte die so stellen, dass die in die Richtung gucken. Ja, genau deswegen. Boah, direkt nochmal die Wiederherstellung genutzt. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Oh, aua! Die kommen ja von überall! Gebt euren nutzlosen Angriff auf! Das Tor zerbricht! Es ist weitere Verstärkung eingetroffen! Oh, das ist unangenehm. Das ist ja ein Phoenix! Ja, toll! Okay. Ich glaube, es gibt dann einfach so Dinge, die ich einfach nicht regeln kann, die einfach so dann, naja, Problem sind. Was müssen wir tun, um diese Ramme zu zerstören? Den Stein zerstören? Was für ein Stein zerstören? Unangenehm. Nee, nicht die Reiter, nicht die Reiter. Ajax hat auch Amsterdam gegründet, ganz genau. Verstärkung! Vielleicht kann ich den Phoenix irgendwie da... Ja, sehr gut. Oh, guck mal, das ging ja eigentlich ganz gut. Geschafft! Poseidon sei Dank! Okay, da... Muss ich jetzt zugeben? Das hatte ich jetzt irgendwie schwieriger erwartet. Das ging relativ einfach. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Da will ich mich gar nicht beschweren. Ich hoffe noch auf eine kurze Sequenz. Bitte. Ich frage höflichst. Sehr interessant. Ich dachte, ihr wäret so klug gewesen, meine Warnung ernst zu nehmen. Zum Glück führen mehrere Wege in den Tartaros. Dieser kann also ruhig geschlossen werden.
Tja, wisst ihr was, das ging jetzt nur 10 Minuten. Dann würde ich vorschlagen, machen wir die nächste Mission einfach direkt mit. Fügen wir einfach direkt an Mission 10 Fremde. Es wird ewig dauern, hier durchzugraben. Der Zyklop sagte, es gäbe noch mehr Wege in die Unterwelt. Also gibt es auch noch andere Wege heraus. Schatten, die Toten. Wir sind hier fremd, aber sie sind zu Hause in diesem Reich. Sie können uns hier herausführen. Jo, gerne. Jetzt haben wir hier unsere Heldengruppe, eine Bogenschützentruppe und eine Nahkampf-Hoplitentruppe. Und da versuchen wir jetzt einfach mal, hier ein bisschen die Karte aufzudecken. So gut es geht. Tja, und die Schatten, die Schatten würde ich tatsächlich mal meinem Nahkampftrupp mit zuteilen. So, Trupp 3. Okay, der war diese Schatten können für uns sehen und kämpfen, doch wir sollten ihre Hilfe mit Bedacht nutzen. Ihr müsst Hades Reich durchqueren und seine verlorenen Reliquien bergen. Ja, ja, okay, ich erinnere mich. Ich lasse meine regulären Einheiten mal zurück, weil die werden da eh nur sterben. Mythische Einheiten wirklich nur mit Helden bekämpfen. Wisst ihr was, ich setze den mal komplett in einen ganzen Trupp, den es da gibt, weil ich glaube, wir werden hier nur gegen mythische Einheiten kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir hier ein einziges Mal gegen reguläre Einheiten kämpfen. Vielleicht am Ende mal kurz, glaube ich, aber ansonsten geht es hier, glaube ich, nur gegen mythische Einheiten und da können die regulären Truppen hier sowieso nichts regeln. Naja. Cool, wie schnell die weg sind. Das ist wirklich super. Also ich habe wirklich auf schwer gestellt, ne? Das ist, ich habe aber immer auch sagen lassen, dass nochmal einiges gepatcht wurde, also Missionen teilweise auch einfacher gemacht wurden. Soll mir recht sein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die Geister gut sind gegen andere Einheiten. Schadensmultiplikator gegen mythische Einheiten. Oh, die sind sehr strong gegen mythische Einheiten. Die haben mal 20er Multiplikator gegen mythische Einheiten. Das ist natürlich richtig gut, dann sollte ich die unbedingt auch gegen mythische Einheiten kämpfen lassen. Unbedingt. Nur die haben gar keinen Multiplikator, also die sind komplett useless. Okay, gut zu wissen, dass ich das nochmal gecheckt habe gerade, war ich mir ziemlich nämlich nicht sicher, dann könnt ihr mir wirklich sehr gut helfen. Sehr gut. Etimos. Lass mal diesen Manticorn hier hinten platt machen noch. Dort ist die erste Reliquie. Die würde ich ihm mal geben. Euch wurde der göttliche Zauber der Bronze gewährt. Oh, das ist gut. Bronze ist gut. Ah, die Geister sind leider schon tot. Hm, schade. Das ist so. Wir sollten nach weiteren Schatten suchen. Ja, ja, sehe ich auch so. Die sind gut. Wie Gimli sagen würde in Herr der Ringe, wenn es um Kampf geht, sind die nicht schlecht, die Kerle. Ach du heilige Scheiße. Alter, okay, okay, okay. Ihr könnt da gar nichts machen. Junge, wie viel?
Ich meine, die Helden interessiert das wirklich nicht, ne? Der Schaden. Warum fällt der Tempel einfach an sich zusammen? Das ist ja wie manche Dresdner Brücken hier. Nein. Oh, da hinten sind noch ein paar reguläre Einheiten. Die können wir uns natürlich nochmal holen. Habe ich einen Bogenschützen verloren irgendwann? Ist aber bitter. Irgendwie habe ich einen verloren. Na gut. Wir sind gerettet! So. Sehr gut. Dann haben wir das doch auch. Haben wir die doch auch mit dabei. Dann, ach, du bist aber, hast du einen Schaden? Doch, du bist auch ganz gut gegen Mythische. Also kommst du in den Trupp mit rein und ihr kommt da mit rein. So, wir kämpfen uns weiter vor. Ich glaube, sehr viel Verhandlungsspielraum hat. Oh, hat man hier auch gar nicht. Nee, bleibt ihr mal zurück. Das regeln die schon alleine, die Helden hier. Hier gibt es bestimmt noch mehr Geister, wenn ich mich noch ein bisschen umgucke. So, okay. Gut, weiter geht's. Da kommen wir zur nächsten Reliquie da drüben. Krokodile des Seth. Ah, das sind keine mythischen Einheiten. Die könnten auch meine regulären Truppen bekämpfen. Uns wurde die Wiederherstellung gewährt. Mhm. Ey, was machst du denn? Ich denke, der ist irgendwie auch ein Held, will auch mitmachen. Ich dachte, es gab eigentlich noch mal irgendwie eine Passage, wo man bei dem Fluss übersetzen muss, dachte ich. Aber irgendwie... Ist sie irgendwie rausgenommen worden? Ja. Ich bringe euch über den Fluss Styx, aber seid gewarnt vor den Kreaturen, die darin lauern. Ich wollte gerade sagen, irgendwie gab es doch so einen Passagenabschnitt. Lass mal kurz gucken, was hier oben ist. Nee, da kommt man nicht lang. Das wäre auch zu einfach gewesen. Viel zu einfach wäre das gewesen. Ah, okay. Nein! Egal. Also das sind meine Kampfschiffe hier. Ich komme da nicht durch. Mist. Hallo, Kumpel! Oh, Bartnesser, danke schön für den Follow. Oh, und weiter geht's. Oh nein, da ist ja noch einer. Nee, das ist zu riskant. Muss den erstmal blockieren. Mach doch wenigstens Platz, dass ich da durchkomme. Shit. Kann ich hier außen rum irgendwie? Kann ich mich da vorbei quetschen? Na, ah, nee, geht nicht. Ah, doch, geht. So. Hey. Wie kann ich ausladen? Ah, jetzt. Okay. Jetzt muss ich mir erstmal wieder diese Truppe hier mal sortieren. Okay, ihr seid
Truppe 1. Ihr seid Truppe 2. Okay, perfekt. Release the Kraken. Ja, die wurden wirklich released. Wir sind gerettet. So, ihr seid Einheiten, die gegen mythische Einheiten Schaden machen. Also kommt ihr vorne mit. So, hier speichere ich mal ganz kurz. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ach du Scheiße. Ich weiß, was diese Pfeile bedeuten. Ah ne, das sind Seelen, die so auffahren. Okay. Diese Schlangen, ich weiß gar nicht, sind das mythische Einheiten? Weil ich habe das Gefühl, ich muss erstmal da unten gucken. Hier ist irgendwas, glaube ich. Ja, ja, gut, hier. Ah! Gut. Hä? Ich dachte, ich hätte noch einen Geist bekommen gerade. Ich glaube, der hat sich gerade geopfert. Ich glaube, der hat sich direkt geopfert gerade. Töte diese mythische Einheit. Ich glaube, dass die Hadesgeister nur einen Angriff haben und dann sich auflösen direkt. Ist natürlich ärgerlich, aber ja. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Einfach so gespawnt sind die. Ey, schieß doch mal. Ist euch das zu langweilig hier, oder? Ich glaube, das hätte besser laufen können. Boah, da gibt's auch viele Medusen und so, ey. Da kann ich meine normalen Einheiten natürlich vergessen. Musste ich jetzt doch mal machen. Die Wiederherstellung. Weil sonst wäre Akanthos gleich umgekippt. Ein Gewittersturm von Zeus geschickt. Perfekt. Okay, den brauche ich jetzt wahrscheinlich auch bald. Weil ich glaube, wenn ich hier zu den Tempeln komme, hier erwartet mich, glaube ich, nochmal eine große Armee. Ich glaube, da ist nochmal ungemütlich. Da wird's tricky. Wie die jungen Leute heutzutage sagen würden. Da wird's tricky. Hä? Was ist denn da? Ach so, ach. Irgendwelche Viecher, die ja nochmal Leviathan spawnen, ist ja egal. Das spielt ja jetzt nun auch keine Rolle mehr. Gibt's hier noch mehr? Hier gibt's bestimmt noch was zu erkunden. Nochmal irgendwie ein Hadesgeist oder so wäre fein. Perfekt. Den kann ich nochmal gut gebrauchen. Ah, die sehen schon geil aus, die Einheiten. Ey. Ist ein tolles Remake. Geht nochmal kurz hier oben gucken, ob da noch irgendwas ist. Ach du Scheiße! Was soll das bedeuten, dieser Waldbrand? Ah, ich glaube, ich krieg Schaden dadurch. Ah, das ist ja klasse. Unangenehm. Puh, speichern nochmal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ach du Scheiße! Okay, noch mehr Geister. Wichtig. Au, das tut ja ultra weh.
Boah, das ist natürlich übel jetzt. Wie oft konnte der den übrigens machen, ey? Das ist ja krass. Okay, ich glaube, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird's einen Fight geben. Ich glaube, jetzt ist der Gewittersturm nochmal angemessen, ja. Ui, guck mal, das hat er echt gut Damage gemacht jetzt nochmal hier. Guck mal, das ging ja jetzt klasse. Habe ich sogar die Bronze-Rüstung jetzt fast schon ein bisschen nicht verschwendet, aber die waren jetzt tatsächlich gar nicht mal nötig. Okay, wir haben es geschafft. Geil. Cool, auch direkt im ersten Versuch. Unsere Aufgabe ist erledigt. Die Reliquien sind wieder an ihrem Platz. Super. Ja, das hat ja klasse gepasst jetzt sogar. Beide Missionen in einer Folge. Und damit würde ich sagen, Sequenz. Ich glaube, es gibt eine Sequenz. Ich nutze die Zeit zum Trinken auffüllen. Tempel. Arkanthos, die Götter waren schon früher mit euch. Vielleicht wird einer von ihnen jetzt auch helfen, wenn ihr sie bittet. Gut, dass in einem von ihnen Poseidon verehrt wird. Es hat keinen Sinn. Warum antwortet Poseidon nicht? Vielleicht ist euch ein anderer gesonnen. Was ist mit Zeus? Ihr alle, geht! Schnell! Das ist so cool gemacht. Das sieht auch klasse aus. Ja! Das waren diese zwei Missionen hier im Erebos. Wir hätten das erste Tor zu Tartaros öffnen sollen. Wenn du den Atlanta getötet hättest, als er dir den Dreizack abnahm, hätten wir das auch gekonnt. Was, wenn er aus der Unterwelt entkommt? Was schon? Er wird keine Armee ausheben und sie nach Ägypten führen, bevor ich den Altvorderen befreit habe. Was ist mit den ägyptischen Göttern? Einzig Osiris würde gegen uns stehen und Khemsit behauptet, dass Seth sich um ihn gekümmert hat. Ausgezeichnet. Selbst wenn Arkanthos aus Erebos entkommt, wird er mir nicht noch einmal entgehen. Das wäre besser für ihn. Poseidon wünscht seine Söhne wieder an die Macht. Kein Atlanta wird ihn aufhalten. Ja, Sie betreten den ägyptischen Teil der Kampagne. Möchten Sie eine kurze Einführung der Ägypter sehen? Nein, den brauchen wir nicht. Den kenne ich schon. Politologe, grüß dich. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hier weitermachen mit der Mission. Moment. Na, komm schon. Mit der Mission Die verlorene Reliquie. In Hades und zurück habe ich bekommen. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.